Hallo alle zusammen, hier heute mal ein Video, eine Zusammenfassung der drei englischsprachigen Videos, schlechtes Englisch, die ich gemacht habe über die Fender Esquire Bullet Stratocaster HT. Und jetzt das Ganze mal in Deutsch und ein wenig beschleunigt. Wie man hier sieht, das erste, was ich an dieser originalen Bullet Stratocaster bemängel, das sind diese ziemlich schlechten Tuner. Und die doch versetzt angebrachten Saiteninhalter, ich weiß nicht, ob man das hier gut sieht, aber die ziehen die Saiten nach links und nach rechts. Das ist semi-produktiv, würde ich mal sagen. Also nicht so gut. Der Hals an sich ist recht schön. Ordentlich bearbeitete Bünde, sehr gerade. Hinten etwas Lack drauf, trotzdem recht rau. Wer das mag, der kann das so lassen. Die 5W-Switch und die Knobs sind okay. Die Brücke sieht billig aus, ist auch billig. Was ich in anderen Videos nicht gesagt habe, muss ich hier noch mal kurz anbringen. Also die Schrauben zur Befestigung der Brücke sind sehr dünn und brüchig. Also wenn man die lösen will, muss man sehr vorsichtig sein und die sollte man auch nicht nochmal verwenden. Die sollte man wegschmeißen, ordentliche Schrauben sich im Baumarkt besorgen. Ja, es ist eine recht günstige Buchse verbaut, aber diese Gitarre ist halt aus Indonesien und diese schwarze Farbe innen drin ist wirklich Schirmo, man kann das messen. Da wird geleitet, außerdem gibt es eine Verbindung, eine Masseverbindung vom Tremolo zu dem schwarzen Lack, also zum Body und von da aus dann hinterher zum Ground. Das ist also wirklich recht gut, wobei natürlich die Pickups nicht geschirmt sind. Kurz zu den Pickups, das sind welche im Style von einer Fender Standard Mexiko mit zwei Magneten. Gibt es um Zubehör nicht, das ist einzigartig. Der Unterschied zu den mexikanischen Standard Stratocastern ist, dass weniger Wicklung drauf ist. Und das wird jetzt mal gemessen. Also die mexikanischen haben so um die 6, 6,5 Kilo Ohm. Wenn wir jetzt den Messpunkt mal finden, dann sind das die 15, sondern. Ja, im Neck sind es ungefähr 3,24 Kilo Ohm, in der Mitte 3,34 und an der Bridge 3,37. Was hat das bedeuten? Ehrlich zu sein, nichts. Die hören sich gut an. Das sind ein paar gute Teile. Die Elektronik, wie man sieht, ist günstig, aber funktionell. Was ich hier gerade versuche herauszufinden, ist, ob die Optik korrekt ist, ist das wirklich die Oberfläche, die wir sehen, oder ist da ein Abziehbildchen aufgezogen, das uns Holz vortäuscht? Ich bin da jetzt nicht ganz hintergestiegen, bin aber doch der Meinung, dass das Original das Holz ist. Hier wird gerade der Spaltmaß am Hals kontrolliert und die sind nicht so gut wie bei einer Fender. Der Hals sitzt lockerer, aber ob das irgendeine Auswirkung hatte, ist halt nicht so gut gearbeitet wie bei einer Fender, das kann man mal sagen. Jetzt lösen wir einfach mal den Hals, dabei fällt auch auf, dass auch die Schrauben zur Befestigung des Halses eigentlich zu dünn sind. Ja, gut, wackeln dürfte ich, das dürfte eigentlich nicht beim Hals sein, aber wie gesagt, das ist eine 115-Euro-Gitarre, das bringt keinen um. Also, wie gesagt, diese Schrauben da in der Neckplatte sind sehr dünn. Austauschen habe ich gemacht, dann ist das. Sitzt das fester und gibt einem einfach ein besseres Gefühl, außerdem wird die Gitarre wertiger dadurch. Ja, es ist richtiges Holz, es ist kein Presspapp oder ähnliches. Die indonesischen Gitarren haben einfach eine recht gute Qualität zu einem sehr vernünftigen Preis. Und zum Beispiel eine Harley Benton innen drin zu dem Preis sieht einfach anders aus. Also nicht im Entferntesten geschirmt, unsauber gearbeitet. Hier ist vielleicht der Abschirmlack nicht ganz perfekt aufgebracht. Die Brücke, die ist nicht so schön. Die Reiter, die da drauf sind, die wirken doch billig, kann man einfach nur dazu sagen. Sehr, sehr billig alles. Und das wird auch ausgetauscht dann. Aber ansonsten ist die Qualität dieser Gitarre eigentlich recht gut. Erstaunlich gut für den Preis. Und das Schöne ist, es lässt sich ohne extrem viel Kosten eine bessere daraus machen. Ich beschäftige mich hier immer noch mit der Brücke, die mir Kopfzerbrechen bereitet. Wie gesagt, dies ist
wahrscheinlich gar kein richtiges Metall, sondern irgendwelche Metallreste zusammengepresst. Ich weiß das nicht, mit irgendwelchen Füllstoffen. Die Teile sind auch nicht so richtig magnetisch. Also was da drin sein soll, soll das Aluminium sein, soll es auch eine Pressmasse sein? Es ist nicht ganz klar. Ich habe mich hier in dem Originalvideo da anscheinend länger drüber ausgelassen, bevor ich dann endlich zu Potte gekommen bin. Aber eigentlich funktioniert das alles so recht gut. Was man hier machen muss für eine bessere Gitarre, das sehen wir gleich in Teil 2. Und da ist natürlich auch die Brücke fällig. Hier beim Jack, also bei der Eingangsbuchse, die ist auch recht günstig, weil das Ding auch schon auseinander hat. Eine gute kostet 2 Euro. Einfach hier die Buchse wechseln, dann funktioniert das besser. Also hier sind wir schon beim Teil 2 und der beginnt natürlich mit den Mechaniken. Die Originalen einfach ausschrauben, dann sieht das so aus. Auf der anderen Seite die eingepressten Buchsen drin lassen, die kann man weiterverwenden. Wie man hier sieht, habe ich hier Klusen, Locking Tuner verwendet. Klassisches Design. Man muss ein bisschen aufpassen beim Anzeichen, das ordentlich zu machen. Aber die Montagegrunde ist total leicht. Wie gesagt, ich habe mir hier Bohrlöcher angezeichnet. Damit gerade wird, ziehe ich einen Strich durch, da ich überall auf derselben Stelle bin. Und markiere mir meine Punkte. Eine helfende Hand tut immer gut, wenn man für die neuen Schraublöcher Bohrungen anbringt, was man unbedingt machen sollte, weil das Holz ist sehr hart. Versucht man also ohne eine Vorbohrung, ich glaube, ich habe hier einen 2,5 mm Bohrer benutzt, wenn man ohne Vorbohrung da reingeht, dann bricht die Schraube ab. Ich habe eine Markierung an dem Bohrer, dass ich nicht zu so tief gehe. Das funktioniert sehr schnell und dann kann schon festgeschraubt werden. Und das ist halt einfach der Wechsel der Mechaniken, sehr einfach. Die Klusen, glaube ich, haben zurzeit 38 Euro oder so. Eine gute Qualität zum günstigen Preis, muss man einfach mal sagen. Was ich hier noch mache, ist, der Sattel, der ist gut gekerbt. Aber ein bisschen Graphit, also Form eines Bleistiftes, das hilft dann als Schmierung für die Saiten. Das ist auch gut für die Stimmstabilität. Hier mache ich das sehr schnell. Das ist vom Planeten Krypton stammt, geht das halt. Einfach mal die Kanten abschleifen an der Seite. Nicht nur eine Entgratung der Bünde, sondern auch wirklich diesen ein bisschen die Holzkante abschleifen, damit das ein bisschen runder wird, gibt ein viel besseres Spielgefühl. Und zu in Schleifschwamm aus dem Baumarkt die feine Seite davon nehmen, ungefähr 3 Minuten beide Seiten machen. Dann ist der Hals fühlt sich völlig anders an, sollte man machen. Und gut, das Wechseln hier gegen Locking Tuner. Man kann die Original von Schaller nehmen, die sind halt ein bisschen teurer. Man kann auch für 4, 5 Euro ein paar aus China direkt nehmen, das geht auch. Man kann auch andere Locking Tuner verwenden, Entschuldigung, Security Locks verwenden, das geht. Ja gut, hier wechsle ich einfach mal die Original hinteren Reiter aus, weil die wirklich ganz übel sind. Was ich hier benutze, sind welche, die ich übrig hatte von einer Squier Standard Stratocaster. Man kann alle möglichen Sachen da nehmen, aber das Original, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das unbedingt was an dem Klang der Gitarre hinterher ändert. Ich denke schon, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber allein die Optik, das ist viel wertiger. Und das sollte man wirklich unbedingt machen. Das kostet nicht die Welt. Man kann auch die ganze Brücke wechseln, aber man findet halt selten, welche in die Originallöcher passen. Und dann ist das ein bisschen kompliziert. Wir wollten es hier einfach machen. Und da haben wir also einfach diese gewechselt. Und das sieht völlig anders aus. Das ist eine ganz andere Qualität. Also das ist wirklich sehr empfehlenswert. Und diese Gitarre, die Stimmung von der Gitarre, die wird halt bestimmt durch halt den Sattel, die Mechaniken, und die Bridge und auch die Saiteniederhalter. Und da wir hier Mechaniken montiert haben, oben, die ihr Befestigungsloch tiefer haben, kriegen wir die Spannung auch ohne die Saiteniederhalter hin. Also haben wir die Saiteniederhalter weg, wir haben bessere Mechaniken, wir haben den Sattel bearbeitet, wir haben an der Brücke was gemacht, damit ist die ganze Stimmstabilität erheblich besser. Also eigentlich perfekt, kann man sagen, da tut sich nichts.
Seiten sind sehr einfach zu montieren. Also das ist sehr günstig und sehr schnell zu machen. Und das funktioniert einwandfrei, passt sehr gut, wie man aussieht. Ich finde auch, dass es besser aussieht. Und damit waren wir dann schon so ziemlich durch mit den ganzen Sachen und diese ganzen Umbauten mit den ganzen Teilen. Die inklusive Gitarre hat der ganze Spaß, glaube ich, dann 157 € gekostet. Und das ist unter dem Preis von der Affinity. Und sie haben die bessere Gitarre. Also eindeutig die bessere Gitarre. Und das kann man dann schon mal selber machen. Ja. Da schreibe ich noch nicht das Geld verschwenden für irgendwelche teuren Pickups. Sollte man sich da teure Fender reinmachen. Das bringt nichts. Und jetzt wollen wir aus dieser recht guten Gitarre ein Unikat machen. Also was ganz Besonderes. Dazu machen wir erstmal ein bisschen Feinarbeit hier mit einfachen, was sind das, Käsespießchen, wie auch immer. Verschließen wir hier die drei Löcher, die übrig geblieben sind, die beiden von den Seitenniederhaltern. Auf der Rückseite ist ein Loch von der alten Bohrung der Mechaniken zu sehen. Das wird entfernt. Dann werden wir den Hals schleifen, und zwar abschleifen, damit der Lack, der original drauf ist, runterkommt, weil wir wollen danach Öl drauf machen. Und das geht halt nur, das zieht nur ein, wenn der Lack weg ist. Dazu haben wir mit 180er Schleifpapier den Hals 3, 4 Minuten geschliffen. Vielleicht auch ein bisschen länger, ich weiß nicht mehr, bis wir wirklich das Gefühl hatten, dass es runter, kurz ausprobiert mit Öl und der Lack war runter. Dann haben wir das Öl eingearbeitet. Das muss man dann schon mal so einen Tag trocknen lassen, dann noch eine Lage drüber. Und dann je nachdem, wenn man sagt, okay, das ist gut, dann kann man das so lassen. Ob man das Öl nun ein bisschen noch einfärbt, weil der Hals ist original sehr hell. Man kann ein bisschen Farbe reinmachen, dann wird das ein bisschen dunkler. Im Laufe der Zeit wird er auch von alleine noch dunkler. Also, wie gesagt, das kann man machen. Funktioniert recht gut, kostet ein bisschen Arbeit. Und na gut, so ein Öl muss man haben. Was ich hier noch beimische, ist ein bisschen Antikpatina. Aber sieht jetzt wild aus im Öl, hinter auf dem Hals ist das beileibe nicht so dunkel. Das ist halt nur eine ganz leichte Färbung. Aber wie gesagt, es gibt ein ganz anderes Spielgefühl. Wir haben vorher den Hals bearbeitet, an den Bünden, die eigentlich in Ordnung waren, aber die Kante weggemacht. Wir haben dann den Hals geschliffen und geölt. Und da hat man also rein vom Gefühl her fühlt sich das viel, viel hochwertiger an. Und das ist auch hochwertiger, es sieht besser aus. Also das ist eine gute Sache. Damit ich mir das Brett nicht einschmiere, habe ich da das Griffbrett abgeklebt. Aber wie gesagt, einfach mit Gummihandschuhen ratzfatz erledigt. Mit dem Pinsel, weiß ich nicht, bleiben vielleicht ab und zu mal Haare drin, ist nicht so schön. Aber hier sieht man das, wird ganz gut. Und ja, ist schon dunkler, noch nicht ganz so dunkel, wie ich es haben wollte, unbedingt, aber er sieht schon anders aus. Und jetzt einfach mal hier im Original, was wir da beim Picard gemacht haben. Every neck cable from the Picard is so-called round and colored white or yellow. This is hot. And now, this is a three-way switch, classical. This is a common bridge, middle neck. This side common bridge, middle neck. These are only the positions. Okay. From the neck, the black is ground. Neck round goes to common on this side. Neck round. Then bridge ground goes to ground. Middle ground goes to ground. Bridge hot. Bridge hot goes to common here. Bridge
This is volume, tone, blender. Take this color, neck, hot, goes directly to the volume input, neck, hot. On this side bridge, nothing. And then we have connection from middle to middle, neck, this goes to ground, and so this is not, here's nothing, and this goes directly also volume in. So that's all with the switch. The middle to the blender. Middle, hot, to middle, hot, direct to the blender. Pull all pickups and the switch. Now we go to these connections. Tone. So this side, capacitor to ground. It is a capacitor. Capacitor C we can use. Why not? 47 nanofarad. In my installation, I'm using for testing a 15 nanofarad. If your pots are okay, if you're satisfied with them, use the originals. I have changed to 500, 500 and 250 kilo ohms, but this 500 has a in real 400, also this 400. So then from tone middle goes here, not here. I explain later why. From bridge, it's like the bridge, the blender's like a volume. This to ground, this here to ground, ground jack, hot jack. If I would take this cable from the blender to here, this would be a master volume. I don't want to have a master volume. And so I put boost on this side. So, das Ergebnis ist ganz einfach, wir haben drei Pixabubs, wir haben einen Drei-Wege-Schalter, der schaltet entweder Neck und Mittel seriell, nicht parallel, also in Reihe beide. Oder halt im Mittel, und dann haben wir neben dem Volumen-Poti ein Master-Ton-Poti und halt einen Blender, der im Mittel-Pickup zuschaltet. Das bedeutet im Endeffekt, dass wir 7 Tonvarianten haben. Eine ähnliche Schaltung gibt es, ich glaube, bei 3D-Custom-Pickups nennt sich da Jimi Hendrix-Schaltung. Weil ich jetzt nicht weiß, ob das irgendwas damit zu tun hat, aber okay, so funktioniert das halt. 3-Wege-Schalter plus einen Blender, gleich 7 Töne, funktioniert wunderbar. So, wir haben jetzt eine Stratocaster mit richtig guten Mechaniken, mit einer ordentlichen Bridge, mit einer sehr interessanten Schaltung im Pickard, mit einem bearbeiteten Hals, der sich viel, viel besser anfühlt.
Diese Gitarre ist sehr gut für Anfänger. Der ganze Spaß hat gekostet, weiß ich nicht, 160, 170, 180 Euro, sowas um den Dreh mit Gitarre als dabei. Aber die ist auch nicht nur gut geeignet für Anfänger, sondern eigentlich für jeden. Die hört sich gut an. Die ist leicht durch den dünneren Bullet Buddy, der nur 40 mm hat. Damit kann man bei 3 Kilo Gewicht dann auch länger auf die Bühne gehen. Also mir hat Spaß gemacht. Wenn es euch gefällt, gebt mir ein Like. Wenn nicht, ein Dislike. Bis dann, macht's gut.